Ja, willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14, WWE SmackDown vs. Raw. Ja, ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, das Info-Video, wo ich gesagt habe, dass es diese Tage kein WWE SmackDown vs. Raw 2009 gibt. Wenn nicht, dann, ja, wisst ihr es jetzt, oder ihr habt's dann gesehen. Jetzt gibt's jetzt aber wieder, denn es geht eh jetzt, es nähert sich dem Ende, sag ich's mal so. WWE can be a pretty harsh landscape when you go it alone, and a few bombs always help to level the terrain. But if you want to reach the real heights, you may need some help along the way. And maybe not. Ja, so, Road to WrestleMania, den Batista-Weg haben wir ja schon gemacht und der ist jetzt wirklich der letzte Weg und dann ist dieses Projekt auch zu Ende. Ich werde dann auch erstmal eine Woche Pause machen mit dem SmackDown vs. Raw 2009 Projekt. Er hat gesagt, danach soll ja eigentlich SmackDown vs. Raw 2011 kommen. Dazu werde ich mir aber noch eine Woche dann Pause nehmen, genau wie bei SmackDown vs. Raw, denn das wird auch bald enden. So, here we go. Wir spielen diesmal mit Dre. Oder wir gucken uns eine Sequenz an. So kann es auch sein. Ah, Batista gewann. Ja. Batista besiegt The Miz. Und jetzt können wir das Match starten. Wir müssen gegen John Morrison ran. Machen wir das. Ich weiß aber noch nicht, was ich nach SmackDown vs. Raw zeigen werde. Ich habe eine Idee, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen werde. So, jetzt erstmal hier. John Morrison, der haut mich ein paar Mal. Und, na Mann, mach doch mal einen Griff, danke. Nein. Nicht danke. Nicht danke. Na fuck. Ja, Submission Hold, nichts damit. Nein. Du bist böse. Böse Morrison. Elbow! Schön gemacht von John Morrison. It's fuck you, Morrison. Zack, Headscissors. Way, Taunton, das können wir am besten. So, wahrscheinlich wird, falls ich es schaffe, doch nach Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 kommen. Wenn nicht, dann wird Skyrim wahrscheinlich kommen. Aber vom Ende von Assassin's Creed 1 Projekt kann man noch nicht reden.
Denn es ist ja noch eine Weile her. Ich nehme jetzt das einfach bis zum Ende auf. Dann nehme ich morgen SmackDown vs. Raw zu Ende auf. Und dann wäre es auch schon gegessen. Und ja, ich werde nicht zwei Seasons machen, weil ich einfach keinen Spaß an SmackDown vs. Raw mehr habe. Ist zwar ein cooles Spiel, aber es ist genauso wie bei SmackDown 1. Also es ist irgendwann nur noch der gleiche und ja, es gibt zwar noch eine Fehde, wo ich weiß, okay, die kommt bei WrestleMania eigentlich noch, aber so lange will ich jetzt nicht warten und ich will eher auch dann lieber mit einem anderen Projekt anfangen. Jetzt gibt's erstmal hier den 619 von Rey Mysterio und zack, 619. Das kam hinterher. 1, 2, 3. Rey Mysterio besiegt John Morrison. So kann's doch weitergehen, würde ich mal sagen. The only thing he's watching now is the insides of his eyelids. Uh-oh, it's the animal. And he's on the attack. Mysterio and Batista, former WWE Tag Team Champions, may be back, coach. That's right. Payne once again comes in two sizes. Ja, ja. Jetzt habe ich sogar noch eine Nachricht von Paul Zock bekommen. Super cool. So, speichern. Nein, ich speichere nicht. So, Phoenix, Arizona. Wo sind die Bella Twins, wenn man sie mal braucht? Ausnahmsweise braucht man die mal. So, hier. Feuerwerk. Bum, 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 bum. Ja. Das Intro-Feuerwerk, das interessiert keinen. Wir wollen nämlich nur die Matches machen. Wer das Feuerwerk sehen will und was die da labern, wer das wissen will, der soll bitte den Batista-Weg sich ansehen. Ja, macht zwar keinen Sinn nur für die Feuerwerke, aber ich werde wenigstens hier die Zwischensequenzen zeigen. Also ist ja nicht so schlecht. Jetzt hat man schon einen Dropkick von Ray und jetzt Ray. Oh, nö, da wirft er erstmal uns runter. Die Animation finde ich sogar besser als die anderen. Mann! Warum immer ich so eine Animation schreibe? Keine Ahnung! Weil er da noch Schmerzen hat. Lass mich Ray. Neckbreaker. Und 619. Ach man, zum Glück habe ich kein Pin mehr hinterher gemacht. So, zack, Cover hinterher. 1, 2, 3. Bam! Wir haben gewonnen! Rey Mysterio gewinnt. Und so kann es gehen. So kann es gehen. Ja.
Da seht's ihr, bla bla bla. Sprecher will ich immer noch nicht. So. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder. Ciao Leute und haut rein.